Gerade da oben ist einiges dazugekommen, ne? Da liegt zum Beispiel was auf dem Weg jetzt. Achso, interessanterweise auch auf der Brücke hinter uns, ne? Mal gerade herkommen. Aber ich reite jetzt nicht extra wieder zurück. Wir ziehen jetzt einfach weiter hier. Da ist Plötze. Okay. Komm, Plötze, wir gehen. Nebenbei vielleicht mal abspeichern. Man weiß ja nie, was noch passiert. Ich finde das lustig, dass Fasanen fast das gleiche Geräusch machen wie Katzen. Sehen wir mal zu, das war. Ja, wo ist die blöde Eichelspore da oben? Meine Güte, ey. Die war nicht ohne. Die Eichelsporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Boom. Ja, gut. Ich stand vielleicht ein ganz kleines bisschen zu nah an der Explosion. Das konnte ja keiner ahnen, dass das wehtut. War das in irgendeiner Art und Weise für die Quests hier schon wichtig? Kümmere dich um die Probleme auf dem Vermentino-Weingut 0 von 5. Oh, kümmere dich um die Probleme auf dem Coronata-Weingut 1 von 5. Ja, guck mal an. So schnell kann es gehen. Mal hier das am Wasser gleich weiter, oder? Machen wir hier gleich so ein bisschen geschlängelt in Richtung von dem Gebäude da oben. Können wir nämlich gleich so ein paar von den Fragezeichen mitnehmen. Vielen Dank für die Rettung. Bist ein feiner Kerl, Hexer. Bitte? Gern geschehen. So, das ist so nah, da laufe ich einfach mal zu Fuß hin. Aber statt der Katze sollte ich vielleicht mal den goldenen Pirol ausrüsten. Der wird nämlich gerade die Arche sporen. Um einiges vereinfachen, denke ich. Wenn es die hier öfter gibt, das sind ja echt giftige Viecher. Hier haben wir einen versteckten Schatz. Aber anscheinend unter Wasser versteckt. Das bedeutet, wir kämpfen mit Ertrunkenen, ja? Level 44 ertrunken, ja? Oh, warte mal. Ja, wenn man die Armbrust nicht ausgerüstet hat, kann man natürlich auf die Ertrunkenen noch nicht schießen. Ist auch eine Höhle, guck mal. Ich sollte erstmal nach oben. Und nochmal ein bisschen Luft schnappen. Das ist, glaube ich, nicht die dümmste Idee, die ich jemals hatte.
Logbuch des Captains. Das Tagebuch ist völlig durchweicht. Nur noch wenige Einträge sind leserlich. Und es hilft sicherlich auch nichts, dass ich das Buch jetzt direkt hier unter Wasser lese. Aber das ist mir egal. Belhaven, 23. Tag im Dienst. Nichts geht mir Ärger auf den Geist als Landratten, die sich für die Größten halten. Doch Graf Jean-Jol Belarger, so lässt der dreiste Decksack sich von mir anreden, konnte mich noch ein wenig besänftigen, indem er einen ordentlichen Beutel voll mit nilfgaardische Kronen auf den Tisch warf. Unleserlicher Abschnitt. Sein Gefolge belud das Schiff mit Paketen und hiefte dann diesen riesigen Käfer an Bord, der mit Segeltuch bedeckt ist. Graf Belarger sagte, darin sei eines dieser berühmten gestreiften Pferde aus Sangebar, ein Geschenk für Herzogin Henrietta. Und der Käfer, das war natürlich ein Käfig, ne? Route von Belhaven nach Beauclair, 24. Tag im Dienst. Wir hatten mit diesem sangibarischen Gaul nichts als Ärger. Er knabbert am Deck, als wäre er nicht bei Trost. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Plane fest auf dem Käfig liegt, da die Kreatur so empfindlich gegen Sonnenlicht ist wie eine Vampir. Was soll die Herzogin mit einem gestreiften Pferd, das sie nur nächtens reiten kann? Diese Aristokraten soll einer verstehen, nicht? Unleserlicher Abschnitt. Route von Belhaven nach Beauclair. 25. Tag im Dienst. Potz tausend donnernde Seeteufel! In dem Käfig war kein Pferd, sondern ein verfluchter Glumar. Diese zu groß geratene Ratte hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff zum Kentern gebracht und sich ins Flussbett eingegraben. Dieser Idiot Belarger fiel auf die Knie und flehte mich an zu helfen, das Monster zu fangen. Er gab mir den Schlüssel zu der Truhe mit Juwelen, die er die ganze Fahrt über bewacht hatte, und schwor, der Schatz solle mir gehören, wenn ich die Bestie dingfest mache. Am liebsten würde ich mir einen dicken Prügel schnappen, ihm das Ding über die Birne ziehen und mir die Truhe gleich jetzt greifen, aber ich bin ja kein verschissener Pirat, nicht? Ich sammle die Männer, die den Untergang überlebt haben, und dann versuchen wir gemeinsam, das Monster in unseren Netzen zu fangen. Der Graf behauptet, irgendeinen Trick zu kennen, wie man sich an das Vieh ranpirschen kann. Das ist der gleiche Glumar ist, den wir, Nein, komm, hier, V. Das ist der gleiche Glumar ist, den wir gejagt und getötet haben. Getötet haben wir den ja gar nicht. Wir haben ihn ja verschont. So, und jetzt hier in die... Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich ist das der Tunnel, den dieser Glumar gegraben hat. Und das bedeutet, dass wir uns jetzt mit dem Glumar auseinandersetzen müssen. Natürlich. Also, Reliktöl. Gott sei Dank gleich das erste hier. Dann schmeißen wir mal eine Katze. Und was könnte noch ganz hilfreich sein? Quen wahrscheinlich, ne? Da ist er. So, komm her hier. Oh, ich muss dahin, ich muss dahin. Ich glaube, den haben wir. Da kann ich gar nicht mal mehr was machen, glaube ich. Der tötet sich quasi von selbst. Fand ich jetzt nicht so herausfordernd. Also der in der Arena war um einiges größer und stärker. Kann man das mitnehmen hier? Natürlich kann man das mitnehmen. Wunderbar.
So, dann sind wir wahrscheinlich hier wieder lang. Da war nämlich die Truhe da oben. Guck mal, da ist der. Das ist bestimmt der Berger oder wie er hieß. Mit einem beschädigten Tagebuch. Ah, bin ich aber gespannt. Chaotisch geführtes Tagebuch mit zahlreichen Tintenflecken und ohne Daten. Was zum Teufel ist in mich gefahren? Wie komme ich bloß dazu, in Gegenwart der allergnädigsten Herrin eine Ballade von Rittersporn anzustimmen? Ach, so dämliche Art in Ungnade zu fallen. Ich, ein junger, ambitionierter Politiker mit brillanten Aussichten am Herzogshof, jetzt wegen meiner Dummheit verbannt. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gnade der Herzogin zu erfliehen. Angeblich hat der Kaiser ihr ein sehr merkwürdiges Geschenk gemacht. Einen Glumar. Mit dem müssen sich die Ritter beim Turnier messen. Wenn ich der allergnädigsten Herrin nun ein ähnliches Geschenk darbieten würde. Unvorstellbar, die Götter lächeln mir zu. Ich habe in Belhaven einen Hexer getroffen, der bereit ist, mit mir einen jungen Glumar zu fangen. Natürlich verlangt er ein Vermögen dafür, aber ich bin zu allem bereit, um die Gunst der Herzogin zurückzugewinnen. Der Hexer hat eine Anzahlung genommen und ist zu den Amelbergen aufgebrochen. Ich habe ihn geschafft. Mit einem Geschenk, das eines Kaisers würdig ist, kann ich endlich ins Herzogtum zurückkehren und auf Vergebung hoffen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Glumar sicher nach Beauclair transportieren kann. Ich habe mein Gefolge versammelt und das gute Schiff Susanne bestiegen. Bei günstigen Strömungen werden wir in nur 3 Tagen in der Hauptstadt sein. Ich fühle mich wie der Held in einer Elfentragödie. Es schien doch alles so wunderbar zu verlaufen. Da schlägt die Katastrophe zu und streckt mich nieder. Der Glumar hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff versenkt und sich ins Flussbett gegraben. Ich flehte den Kapitän an, mir gegen mein übriges Vermögen dabei zu helfen, das Monster wieder einzufangen. Ich werde mich an den Rat des Hexers halten und die Bestie mit Rautenrauch besänftigen. Dann können die Matrosen es mit ihren Netzen fangen. Ich bin erledigt. Die Sache mit dem Rautenrauch hat nicht geklappt. Der Glumar wurde wild und hat fast alle getötet. Ja, der Kapitän konnte entkommen, aber so schwer wie er verwundet war, dürfte er es nicht geschafft haben, aus der Höhle zu schwimmen. Nun sitze ich hier verlassen und höre, wie der Glumar die Überreste der Matrosen frisst. Du! Du, der du mein Tagebuch gefunden hast, wer du auch sein magst. Nimm den Rest meines Vermögens. Was sollte ein Häuflein modriger Knochen noch damit anfangen? Doch zum Ausgleich bitte ich dich auf meine Gesundheit, mein trauriges Schicksal, auf den Helden einer wahren Elfentragödie zu trinken. Tja. Manche Leute sind halt einfach dumme Leute, ne? Dann hauen wir hier mal wieder ab. Ich glaube, wir haben an diesem Ort alles getan, was wir hier tun konnten. Jetzt natürlich wieder das Problem, dass das alles so hell ist hier. So, Katzenschule. Und dann einfach auf dem Weg zum nächsten hier weiter.
Alter, ich sehe nicht mal, wo ich hier rausklettern kann. Tut mir leid, ich muss jetzt mal. Weißer Honig haben wir doch auch, ne? So, hier kann man nicht rausklettern. Das hatte ich tatsächlich befürchtet, aber da vorne ist Strand, da können wir wieder auf festes Land zurück. Ach ja, Leute, ein letztes Mal, dass wir diese ganzen Fragezeichen hier abklappern müssen. Also müssen ja nicht, aber so der Vollständigkeit halber, wir haben es ja in den anderen Gebieten auch gemacht. Gut, in Skellige habe ich das teilweise echt alleine gemacht. Zumindest die auf dem Ozean, aber ich weiß ja nicht, was uns hier so im Einzelnen erwartet. Ich will das jetzt nicht alleine machen. Das ist ein Banditenlager. Und die Quest, die wir gerade gemacht haben, diese. Ist das What was this about again? Das war's, ne? Oh Gott, nee. Kann ich nicht irgendwie nach Toussaint sortieren hier? Gott. Worum ging es noch da? Ja, das ist es. Das ist es und kein anderes nicht. So, hier werde ich natürlich das Gift des Erhängten benutzen. Und unsere Waffe an sich ja auch schon ziemlich cool ist. So, und Axi ist immer eine gute Waffe gegen menschliche Gegner. Los, auf geht's. Du wirst das nie lernen. Wow. Habe ich diese Gruppe Banditen gerade tatsächlich getötet, ohne auch nur ein einziges Mal von irgendeinem von ihnen getroffen zu werden? Das fand ich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es wirklich beeindruckend war. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird das an diesem Punkt eigentlich von den Spielern erwartet. Und ich bin halt einfach so schlecht in diesen Kämpfen, dass ich erst jetzt das erste Mal an so einen Punkt komme, aber naja. Befehle von Sternling Stragen. Der schnelle Eugen hat die, oder Eugen? Ich weiß es nicht. Der schnelle Eugen hat die Taverne eingenommen, was wohl bedeutet, dass seine Bande längst sturzbesoffen ist. Passiere eine Wache auf der Hauptstraße, denn wenn irgendwelche Ritter oder Wachleute über sie stolpern, machen sie kurzen Prozess mit ihm. Ich verspreche, das nächste Mal seid ihr diejenigen, die den Spaß haben und Eugens Leute halten euch den Rücken frei. Vielleicht überfallen wir bald Coronata. Wein und Weiber im Überfluss, ihr werdet voll auf eure Kosten kommen, Sternling. Gut, das wird ja wahrscheinlich nichts mehr, wenn er wohl erstmal hier oben lang, oder? Ich würde sagen, dahin, dann da in die Mitte und hier wieder runter. Ne, warte mal, da, ja doch, ich habe eine Route. Ich habe mir eine Route festgelegt. Es ist vielleicht keine ideale Route, aber damit haben wir dann die Fragezeichen hier oben gleich schon mal mit abgearbeitet, weil wir jetzt eh... hier hochlaufen. Zum silbernen Salamander. Oh. Eine verlassene Stätte. Aber warum ist sie verlassen, meine Herren?
schleimiger Haufen Bullen. Alle gemeinsam, zum Leib. Schnapp ihn lebendig. Du Horn. Du Meier, Monster. Wartet es auf die einzuhauen? Auf mich? Okay, keine Ahnung, wie das gerade funktioniert hat. Das sind auf jeden Fall relativ viele Leute auf einmal hier. Die machen auch ganz schön viel Schaden, ne? So. Du großer da. Du bist der Nächste. So, und dann du. Und ich glaube, jetzt haben wir schon nur noch den Bogenschützen, ne? Oder so gut wie nur noch den Bogenschützen auf jeden Fall. So, jetzt würde mich an dieser Stelle mal interessieren, das war's anscheinend noch nicht. Wie sieht mein Inventar aus? Oh, mein Inventar sagt, ich bin bald voll, Junge. Jetzt diese ganzen Schwerter und das alles hier einsammeln, ne? Ich will das ja verkaufen und da wieder Geld draus machen. So, 221 von 230, das geht. Muss noch einer liegen, da. So, aber lustigerweise kann ich gerade nicht speichern. Es zählt also noch als im Kampf. Das wird wohl bedeuten, dass hier oben noch welche sind, wa? Da ist blockiert, aber da draußen rennt noch einer rum. Und hier, da sind auch noch welche. Ich nudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Jetzt macht ihn alle! Tagebuch des schnellen Eugen. Warte, ich muss mal kurz mitten im Kampf lesen, denn ich bin ein furchtbarer Mensch. Wenn unser furchtloser Anführer Sternling Stragen alles in seinem Notizbuch vermerkt, dann mache ich das auch. Ich habe so viel zu schreiben, denn wie wir den silbernen Salamander geplündert haben, bis er aussah wie ein Müllhaufen, das war einfach legendär. Die Hanse wollte seit Ewigkeiten einen Abstecher zu dieser Taverne machen. Wie lange kann man an einem so beschissenen Ort wie den Ruinen von Artach rumsitzen und Däumchen drehen? Wasser bis an die Knöchel, alles voller Schimmel und der Wind peitscht so, dass uns die Ärsche prickeln. Wozu sollen wir scheißverdammt nochmal hierbleiben? Und so ging's los. Aufgerafft und an die Arbeit gegangen. Wir haben sie so hart getroffen, dass die Hälfte von ihnen schon in Stücken lag, bevor sie überhaupt wussten, was vor sich geht. Es war im Handumdrehen vorüber. Tatsächlich haben wir uns dermaßen hinreißen lassen, dass hinterher keine lebendige Seele mehr in Sicht war. Ein paar sind offenbar in die Wälder entkommen, darunter der verdammte Inhaber aus Nilfgaard. Aber die Überlebenden jagen wir später. Jetzt trinken und singen wir erstmal ein bisschen. Dann geht es auf die Jagd. Bitte sehr. Hier sind meine Memoiren. Unterzeichnet vom schnellen Eugen. Tja, schneller Eugen, das war aber nichts, wa? Hast du heute Ode Kandare aufgelegt? Und tschüss. Aber das waren anscheinend immer noch nicht alle. Auf der Rückseite, bei den Lagern oder irgendwas vielleicht noch welche?
Ne, hier auf den Feldern ist da noch einer rumgeirrt irgendwo, ne? Okay. Kann ich dann hochklettern? Ja, auch interessant. Wo sind die letzten? Sind doch offiziell aus dem Kampf raus. Das heißt, ich kann wieder speichern. Da ist noch einer. Zählst du hier dazu? Weil ich will den Ort befreien. Was? Verlieren wir die Nerven. Gott, immer noch nicht. Jetzt wird es schon ein bisschen belastend. Ach, da ist noch einer. Wo kommst du denn her? Du tust mir leid, mein Freund. Also ich bin nicht derjenige, der hier voll auf den Dez kriegt. So, das war's jetzt aber, oder? Ja, das war's. Meditieren wir einfach mal den ganzen Tag, oder was? Die Leute sind wieder da, der silberne Salamander wird wieder aufgebaut. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, wie viele Sachen gibt es denn hier jetzt? Einfach nur eine Kneipe. Okay. Hexer! Hexer! Ihr seid doch alle gleich. Bluede, Hanses. Gut, dass du sie vertrieben hast, Hexer. Artfein. Genau, was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese Bluede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Ein Nilfgaarder. So weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat. Das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine, mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand. Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Impera-Brigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wieder zu erlangen. Art Dank. Zeig mir, was du anzubieten hast, Nilfgaarder. Irgendwelche interessanten Sachen, ja, diverse Schnäpse und Weine und alles, die wir ja nicht mehr brauchen, aber hier ein bisschen Wasser. Das nehmen wir mal mit. Schaden kann es nicht. Bis dann. Heil Geralt Ebriva. Mein Bauch.